und habe schon bereits gelernt, dass dieser Fabrikschlot gegenüber der Straße zum Milchring gehört hat. Und das ist nur ein kleines Beispiel und wir werden heute noch sehr, sehr viel lernen und passend, glaube ich, zu dem Ort Akzente Volzberg werden wir versuchen, eine Akzentuierung zu legen und zwar, wir werden die weibliche Perspektive hoffentlich reinbringen, wie haben Frauen hier gearbeitet, gewirtschaftet. Also, wir werden gemeinsam einen Rundgang machen durch Volzberg und zu dem Schornstein da drüben, zum Milchring, ist etwas zu sagen, dass dort ganz alte Funde zutage gekommen sind. Das wurde 1938 gebaut und wie man die Fundamente für den Kamin ausgehoben hat, hat man den römischen Friedhof gefunden. Was der römische Friedhof drüben. Also, von da auf weiter in Einrichtung Regis ist das alte Volzberg, das alte C der Nizza. Volzberg ist neu. Wir werden also das mittelalterliche Volzberg ein bisschen sehen, aber wir wollen dann auch vor allem das 19. Jahrhundert sehen, wo Volzberg total aufblüht, wieder nach der Blüte im Mittelalter. Aber besser ist, wenn man spazieren kann. Ne? Eine Besonderheit, die man hier vom Birkhaus erzählt, ist, dass es einen Geheimgang geben soll. Man hat tatsächlich bis in die 1930er Jahre einen Gang gehabt, der dann zugemauert wurde, weil die Leute Angst gehabt haben, dass die Kinder hineinsteigen und dass da irgendwann mal etwas passiert. Dieser Geheimgang ist aber nicht auf die Burg hinaufgegangen, wie erzählt wird, sondern vielleicht 50 Meter weiter zurück in einen Obstgarten. Das war eigentlich so, dass man ungesehen vom Obstgarten in das Haus gekommen ist und gleichzeitig auch wieder ungesehen vom Keller des Gebäudes aus Richtung Obstgarten und Richtung Burg hinausgehen konnte. Die Gertrude von Baden hatte zwei Kinder, also die Bedeutung erlangt haben. Eine, die Tochter, wurde Herzogin in Kärnten und der zweite, ihr Sohn, der Friedrich, der hat Berühmtheit erlangt, weil er zusammen mit dem letzten Staufer, mit dem Konradin, nach Neapel gezogen ist, wo der Konradin das Erbe der Staufer antreten sollte. Aber die Schlacht ist verloren gegangen gegen Anjou und beide, sowohl der Konradin wie auch der Friedrich von Baden, wurden beim Blutgericht von Neapel 1268 hingerichtet.